Hallo Freunde, willkommen zurück auf der YouTuber-Insel und ich habe euch doch gesagt, ich werde mich jetzt darum kümmern, dass ich wirklich meine Sachen endlich mal wieder repariere, nachdem wir gestern das krasse ultimative Admin Unheil 5 Buch gefunden hatten. Freunde, guckt euch das nämlich an, wir waren in der Lage, das Buch zu platzieren für das fünfte Unheil, 2 Bücher haben gefehlt und ich lese euch das mal kurz nochmal vor und die Wächter ihren Platz eingenommen haben. Was die genaue Lösung sein wird, da müssen wir erstmal warten, damit die anderen auch die letzten 2 Bücher platzieren, aber ich wollte das auf jeden Fall nicht vorher machen, denn wer weiß, was die bösen Höllenkrieger vorhaben. Deshalb dachte ich mir, komm, ich werde den Fokus erstmal auf meine Items legen, alles reparieren. Weil gehen wir mal davon aus, dass morgen wirklich das Unheil 5 starten wird, im Livestream, im Event wieder, dann kann ich mir vorstellen, dass ich wirklich krasse Items brauche. Deshalb habe ich meine Items aufgestockt, hier Leute. Und der gute alte Tridan ist auch schon eben angekommen. Und zwar wollte ich mit ihm reden, denn ich habe ihn ja gestern ausgewählt und ich bin auf deine Meinung gespannt. Hallo Tridan. Ich habe gerade das Intro direkt gemacht und krass, dass du pünktlich bist. Wo ist Reini? Natürlich bin ich pünktlich. Reini, ich warte gerade auf ihn. Das sollte jeden Moment da sein. Wir wollten gerade zu einem bestimmten Ort fliegen, hat er mir gesagt. Ich bin echt gespannt, was er meinte. Okay, ist auch egal. Ich kann ja erstmal ohne ihn mit dir darüber reden. Und zwar, Bro, du bist der neue Drachenwächter geworden. Beziehungsweise ich habe dich ausgewählt. Du bist jetzt in der Lage, ein Drachenwächter zu werden. Checkst du das überhaupt? Weißt du, was das bedeutet? Bro, du musst mir unbedingt so viel mehr erklären. Also ich habe gesehen, das freut mich wirklich richtig, richtig doll, dass ihr beide mich ausgewählt habt. Das ist wirklich eine Ehre. Ist Tobi da? Tobi? Tobi? Hallo? Lass mal an der Tür klopfen. Tobi? Ist ja auch egal. Hast du gehört? Es hat Haare gemacht. Ja, irgendwelche Villager. Ist auch egal. Guck mal, Tridan. Das Ding ist, ich bin schon selber gespannt, vor allem, ob du wirklich dabei sein möchtest oder nicht, weil du bist ja aktuell bei den Kristallkriegern. Was hat das jetzt zu bedeuten? Guck mal, ich sag dir auch ehrlich, ich hatte die Möglichkeit, auch andere Namen auszuwählen, aber für mich hat es wirklich am meisten Sinn ergeben, dass ich dich auswähle. Und ich bin jetzt echt auf deine Meinung gespannt, weil wenn du dich jetzt für die Kristallkrieger doch weiter entscheiden solltest, dann weiß ich nicht, ob wir die weiteren Rätsel alleine lösen können. Ja, das Ding ist, bei den Kristallkriegern herrscht gerade so eine kleine Inaktivität, sagen wir es mal so. Lukas und Flo sind irgendwie kaum da, weil die wahrscheinlich in Real Life einfach viel zu tun haben. Zitashi ging es halt eine Zeit lang gar nicht gut. Zum Glück ist er jetzt, also zum Glück geht es ihm jetzt wieder besser, aber ich weiß nicht. Ich habe schon vor 2 Wochen angekündigt, dass wir eine Base bauen und niemand kümmert sich darum und das gefällt mir irgendwie gar nicht. Aber trotzdem, Kristallkrieger, also ich werde sie natürlich jetzt nicht irgendwie verraten oder so, aber ein Drachenwächter zu werden ist schon richtig, richtig krass, sag ich dir ehrlich. Okay, du hast mir gerade ein Grinsen ins Gesicht gezaubert, das freut mich auf jeden Fall. Das heißt, wir können die Rätsel wirklich weiter fortführen, das ist echt cool. Und dieser Typ macht mich wirklich kirre da oben mit seinen komischen, mit seiner Armbrust. So, Tridan, das Ding ist, wenn du wirklich ein wahrer Drachenwächter werden willst, musst du erstmal sagen, welche elementaren Kräfte du am liebsten hättest. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, ich habe mich für Feuer entschieden. Reini hat sich für Eis entschieden. Wir haben jetzt unter anderem noch Wasser, wir haben Wind, wir haben Erde und wir haben Luft. Also ihr habt wirklich einfach so Elemente, für die ihr euch einfach entscheiden könnt, oder was? Aber sowas von. Ich bin schon selber auf den Tag gespannt, wo wir dann alle Rätsel lösen und dann endlich einen Drachen bekommen. Denkst du wirklich, dass wir so auf Drachen dann reiten können? Das war richtig also krass. Guck mal, Snoopy hat ein Schwein. Also alles spricht eigentlich dafür, dass wir dann wirklich auch einen Drachen bekommen. Und darauf freue ich mich schon. Luft, Wind, Luft, Erde, alles richtig cool, Sue. Ich sehe gerade, warum hast du kein Totem in der Hand, Bro? Nimm erstmal ein Totem an, Bro. Nicht, dass irgendwie ein Höllenkrieger kommt oder so. Korrekt, das ist das Einzige, warum ich eigentlich mich nicht gekümmert habe, Bro. Sorry. Egal, ich hab dich, Bro. Alles gut, wir sind jetzt, wir waren schon immer Brüder, aber jetzt, Bruder, wenn wir wirklich Drachenwächter werden. Drachenwächter, Brüder, checkst du das? Zu krass. Ey, aber Sue, ich muss wirklich los. Ich habe noch einiges zu tun und ich muss auch Minecraft. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Nee, in Real Life, ich muss zum Beispiel auch ins Gym, ich muss noch essen, ich habe keine gegessen heute, Sue. Deswegen muss ganz schnell los und ich hoffe, wir kriegen das mit dem Drachenwächter richtig schnell hin, Leute, okay? Okay, ciao. Pass auf dich auf, ciao. Und weg ist er. Sue, was macht ihr eigentlich für einen Lärm hier draußen die ganze Zeit? Also warst du doch bei dir zu Hause oder was? Wir haben vorhin gerufen. Natürlich, ich bin... Warum bist du nicht gekommen? Das habe ich nicht gehört, sorry. Weiß nicht, kann sein, dass er gerade AFK war, aber ich bin wiedergekommen, habe euch hier reden gehört. Ja, sollen wir von deinem Rasen runter, Mr. Tobi? Sei mal ehrlich. Du siehst heute wieder so schön nach einer Null aus. Wie geht's dir? Warum auf einmal so drauf? Mir geht's super, aber ja, ich bin gerade super euphorisch, denn ich kann die Rätsel mit dem Drachen weitermachen, weil unser dritter Drachenwächter dazugekommen ist und er bestätigt hat. Das heißt, ich werde bald meinen Drachen beschwören können. Bam, und dann werde ich die Höllenkrieger fertig machen. Piu, piu, piu. Okay. Deshalb mache ich mich jetzt auf den Weg. Achso, ich dachte, du hast jetzt endlich mal Zeit, dass wir das machen können mit der Statue da und so. Welche Statue? Ja, wir hatten doch gesagt, wir wollen eine Statue von der Vive machen, oder nicht? Ach, stimmt.
Das habe ich auch noch gesagt, dass ich das fertig machen will. Und dieser komische Pilcher chillt schon seit ein paar Stunden da oben anscheinend. Guck mal, wie er uns anguckt. Ja, das Ding ist, die Ressourcen jetzt zusammen, das würde echt lange dauern. Oh, oh. Nicht, dass seine Komplizen kommen. Ich glaube, wir haben sogar schon Zeug da, oder? Keine Ahnung, hast du die ganzen Items schon da reingemacht, oder was? Im Lager das dort? Das meiste, was wir brauchen, ist noch da oder ist schon da. Lass mich mal überlegen. Das Ding ist, morgen ist ja eh das Unheil. Vielleicht macht es sogar Sinn, dass ich die Rätsel nach dem Unheil löse. Und wer weiß, das Ding ist, bei mir in meinem Buch stand sogar, dass zu jeder Zeit, also ich rede jetzt über die Drachenwächterbücher, da stand, dass ich zu jeder Zeit, falsches Buch. Ja. Da stand, dass ich zu jeder Zeit wirklich irgendwelche Artefakte finden kann. Und wer weiß, stell dir mal vor, ich finde irgendeins bei den Wasserkrieger. Das wäre krass. Stimmt, das wäre auch wild. Deshalb, wenn du möchtest, dann lass uns da hinfliegen. Also, wenn du Bock hast, können wir da hin und machen einfach. Wir treffen uns dann beim Lager, okay? Jo, bis gleich. Bis gleich. Gut, Leute, ich würde mal sagen, ich habe jetzt eh noch ein bisschen mehr Zeit. Deshalb, ich habe echt auch Bock, wirklich für Evive diese Statue zu bauen. Ich habe ja gesagt gehabt, dass ich diese Statue für Evive auch bauen möchte. Einfach auf Ehrenbruder-Basis, weil er für mich wirklich nochmal alles beendet hatte und mir quasi die Möglichkeit gegeben hat, überhaupt von Snoopy und Alpha-Steinchen abzuhauen oder allgemein quasi meine Videos machen konnte. Und deshalb, Leute, das bin ich ihm schuldig. Guten Morgen, Tobi! Jetzt bist du endlich da. Bist du bereit? Ja, ja, wir haben auch in den Kisten hier schon Zeug drin, was wir brauchen, so. Muss einfach mal reingucken hier, in den beiden. Ach dort, hier wir müssen halt... Ja, ist doch hier. Nichts drin. Wir müssen halt gleich gucken. Oh mein Gott, du hast alles schon gefarmt oder was? Was bist du für ein Ehrenmann? Ja, müssen, drop mal für Tobi einen halt saftigen Like da. Direkt danke dir. Bock bekommen, ey. Mit den Ressourcen. Wir müssen mal gucken, wo wir die hinstellen, genau. Geiles zu bauen. Lass uns hier rechts mit Evive starten, Bro. Ich sag dir ehrlich, warte mal, du hast auch schon Sand und alles besorgt, ne? Wir müssen auf jeden Fall Sand... Lass uns einfach schon mal ein paar Sachen rausnehmen. Nimm ein paar Sachen einfach raus. Alles, was du brauchst. Nimm dir die Hälfte. Für diese Keramik werden wir viel brauchen. Weiß für den Boden, die Schuhe. Ja, brauchst du kurz eine Enderkiste oder sowas? Nein, ach, Quatsch, das reicht mir. Komm mit, mein Freund, das reicht. Ich würde sagen, wir werden erstmal hier kurz alles hier zumachen, hier vorne direkt. Dass wir... Hier hin oder wie? Ja, wir machen das genau hier in der Mitte. Lass uns das mal kurz zubauen. Habe ich jetzt den ganzen Sand rausgenommen? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es auch gar nicht. Och Mann, ey. Egal. Ich glaube, ja, du hast den ganzen Sand rausgenommen. Ich habe aber noch welchen. Ja, benutzt Sand. Vielleicht platzierst du da irgendwie was anderes, weil das droppt die ganze Zeit. Umsortieren, gib mir eine Sekunde. Das müssen wir schnell erstmal zumachen, mein Freund. Leute, ich sag euch ehrlich, hier nochmal das ganze Ding hier, oder was? Ja, ich würde schon sagen, oder? Bis wohin sagst du ungefähr? Wir bekommen Besuch. Wer ist das? Oh nein. Oh oh. Vielleicht kämpfen, oder was? Wo ist er hingeflogen? Hä? Wer war das? Ich glaube, er versteckt sich. Das ist, War das Alpha-Steinchen? Komm raus! Was machst du hier? Woher weißt du, dass wir hier sind? Oder woher wusstest du das? Echt seltsam. Digga, rede vernünftig, ich verstehe kein Wort. Was laberst du da? Guck mal, Freunde, ich bin Harry Potter. Denkst du auch, ich habe vergessen, was du letztes Mal gemacht hast, wo du mich einfach angegriffen hast, ne? Aus dem Hinterhalt. Ich werde meine Fähigkeit nicht einsetzen und greif mich dann trotzdem an. Ey, Freunde, wie lustig wäre es, wenn ich jetzt mit dir... Ich verstehe kein Wort, was ist los mit dir? Hast du zu viel in die Hose gemacht oder was? Da fließt schon alles wieder raus. Ich glaube, dem geht's echt nicht gut. Tobi, ich glaube, er kackt einfach zu oft in seine Hose. Normal reden, nicht zum Papageien werden. Ey, Freunde, wie das hier kann man nicht helfen, ne? Checkst du das überhaupt? Was ist, wenn ich ihn küsse? Küsst euch. Ja, Familie. Ja, Familie. Geh weg. Hä? Warum benutzt er seine Fähigkeit nicht? Ich weiß es nicht, das ist echt seltsam. Kann es sein, dass er keine Fähigkeit mehr hat? Snoopy hat keine Fähigkeit mehr? Er anscheinend auch nicht, oder? Alfie? Das ist echt seltsam, aber woran liegt das? Das ist unsere Chance, Bro, das ist unsere Chance. Er benimmt sich auch ganz komisch. Er redet ja noch weniger als sonst. Rauf da! Sorry, so. Wir sind keine Freunde nach dem Verhalten, nach der Aktion letztes Mal. Und dann gehen wir die Sonne über, Mann. Lass mir Ruhe. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Nerv uns dann nicht. Geh weg. Ich will dich auch ab. Nein.
Kiro-Petzen, tschüss, ich mache mich jetzt sehen. Kiro-Petzen? Ist Kiro dein Anführer oder was? Was ist denn mit ihm? Ich verstehe das nicht. Ah, Bro, keine Ahnung. Lass uns schnell weiterbauen. Ich habe keine Lust, dass uns... Irgendwie sind die ganzen Höllenkrieger alle komisch drauf momentan. Aber das Ding ist, denkst du, dass sie hier irgendwas kaputt machen werden? Nee, ne? Die haben ja auch eigentlich zu viel Respekt davor gehabt, irgendwas hier kaputt zu machen. Eigentlich hatte, glaube ich... Was kann ich... Die trauen sich irgendwas da... Keine Ahnung. Ist auch egal. Ich würde mal sagen, Leute, guck mal, ist schon mal sehr gut. Wenn Alphasteinchen wirklich seine Fähigkeit nicht mehr hat, dann ist er wirklich keine Bedrohung mehr. Und vor allem dann morgen beim Unheil wird er uns endlich nicht nerven können. Und Supi hat sein Schwein ja auch nicht. Da würde ich mal sagen, ey, Leute, wir setzen hier kurz einen Cut und bauen das schnell zu Ende. Oder ich mache einen schnellen Zeitraffer hier rein. Let's go. Okay, Freunde, guckt euch das schon mal an. Super sieht das schon mal aus. Der gute alte Tobi ist auch da hinten schon mal den restlichen Kram da wirklich am fertig machen. Das feiere ich. Dann würde ich schon mal sagen, ich würde jetzt den Fokus auf die Beine legen, beziehungsweise auf die Schuhe. Und zwar, Leute, ich blende euch das hier mal kurz ein. Das wird nämlich der Skin sein. Und deshalb, meine Damen und Herren, werden wir hier schön die Mitte auswählen. Bam, 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 bam. Ja, Mann, sieht doch schon mal sehr symmetrisch aus. Das heißt, wir bräuchten dann erstmal Rot. Hast du Rot bei dir? Sonst muss ich das kurz holen gehen. Musst du kurz holen gehen. Ich habe gerade keins mit hier. Dann fliegen wir mal straight dahin, liebe Leute. Und nehmen uns da schön den roten Beton raus. Bam. Boom. Als ob Alfie dich wirklich... So ehrlich? Als ob Alfie... Ja, natürlich. Wenn du plötzlich von hinten so kommst, als ob Alfie dich wirklich geholt hat. Was ist da für eine Heususe geworden? Warum schickt er dich überhaupt hierher? Tobi, pass auf. Zum einen bin ich schon sehr überrascht, was hier vor sich geht. Das Steinchen herkommt, weint und mir sagt, dass er von euch beiden gemobbt wird. Wir haben gar nichts gemacht. Er kam zu uns und hat provoziert. Natürlich greife ich ihn an. Natürlich lasse ich es nicht zu, dass er zu uns kommt. Und außerdem, du weißt gar nicht, was die letzten Tage passiert ist. Er hat mich auch ohne Grund angegriffen. Und ich sag dir, wenn ich die Chance bekomme, dass ich seine Items nehmen kann, dann mache ich das. Weil ich lasse es nicht zu, dass er mich weiterhin provoziert. Babysitter für Alphasteinchen oder was? Talking? Nein, ich helfe doch nur meinen Kollegen. Dafür bist du nicht in der Lage, das verstehe ich. Das macht gar keinen Sinn, jetzt gegen ihn zu kämpfen, Leute. Aber hör mal, ich hoffe, zu, es wird nicht zum Kampf kommen. Soll das jetzt heißen, bezüglich der Wasserkrieger-Base nicht Tobi, etwas, nicht was ich euch gesagt habe? Naja, was hast du denn gesagt? Ich weiß, ich dass du damals... Ich hab euch untersagt, dass ihr das hier aufbauen sollt und jetzt sehe ich euch schon wieder was bauen. Guck mal, Kiro, ich will wirklich keinen Stress jetzt mit dir. Ich weiß, du bist stark, du bist stärker als wir mit deiner Fähigkeit, Hühner zu beschwören. So, alles schön und gut. Mach doch dein Ding, wir machen unser Ding. Morgen ist sogar das Unheil, deshalb, was willst du jetzt von mir? Ich will, dass ihr aufhört zu bauen und es gibt halt eine Möglichkeit. Warum ist es, wenn zu bauen? Was stört dich das denn? Weil diese Toilettenkrieger-Base davor schöner war. Bitte beleidige uns oder sonst wen, aber nicht Evive und Army, Bro. Die haben wirklich das Game hier, beziehungsweise den Server mit Ehre verlassen, mir ihre letzten Items gegeben. Und deshalb bitte red nicht über die so schlecht, ja? Überleg es dir gut. Willst du wirklich ein Denkmal so mäßig zerstören? Denkmal? Ihr macht also Denkmäler. Okay, sehr interessant. Ja, was anderes. Was ich anderes hab was ganz da. Neues. Ich das muss euch nicht. Unbedingt was zeigen. Das ist super, super cool. Ich möchte das nicht. Ich gehe jetzt weiterbauen und bitte und lass uns einfach in Ruhe. Bob! Hä? Was? Was du das jetzt? Ich hab den Furz von oh mein Gott. Nein, 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 das ist gar nicht gut. Und hier noch der Mix mit meinem Josef. Als ob du jetzt sogar noch Hühner beschwören kannst und den Furz. Ich kann noch Hühner beschwören. Nein, das ist gar nicht gut, Leute. Das ist ganz und gar nicht gut. Guck mal, Kiro, wir wissen, dass du stark bist. Alles gut. Ja, es macht gar keinen Sinn, gegen dich zu kämpfen. Aber wollt ihr das Denkmal jetzt noch weitermachen? Ich habe euch gewarnt, das ist nochmal die Warnung. Hör auf damit! Warum provozierst du? Boots und Boots und Boots und Boots und... Ihr wisst ganz genau, was geht bei dir denn ab? Wenn ich euch besiegen wollen würde, dann wärt ihr jetzt schon besiegt. Warte, warte, ich futz dich nochmal an. Pass auf, pass auf, pass auf. Tobi, hast du genug Goldäpfel? Ja, sonst kann ich dir was droppen. Ja, ich hab mehr als genug. Lass Tobi in Ruhe. Das was Problem, willst du jetzt nicht von an uns? Ihn ran, während er das Ding anhat. Ich will, dass ihr hier weggeht und endlich gehen diese wir nicht. Wir gehen hier nicht weg. Okay. Gar das, kein okay, okay. Fall. Meine letzte Warnung, wie gesagt. Weg. Meine letzte Warnung, wie gesagt. Ihr werdet es schon noch verstehen, was ich damit meine. Das hätte ich schon viel früher machen sollen. Eigentlich schon viel früher. Nein, geh mal weg, du nervst mich Alter, sowieso der ist die einfach ganze verrückt Zeit geworden. Seit diesem Shadower oder so bist du einfach verrückt Alter, geworden. Alter, Josefs. Viel Spaß dabei. Ja, wieso greift die Sue an? Was? Ich hab keine Ahnung. Hast du etwa Höllenkrieger-Energie? Das glaube ich was nicht. Was hat Shadower aus dir gemacht? Du bist ein ganz anderer geworden.
Ich fühle mich besser denn je. Fühlst du dich besser? Weil du besessen bist von einem Dämon oder so. Checkst du das nicht? Du steckst so tief in dieser Finsternis drinne. Wo ist der alte Kiru? Guck dich doch mal an. Schau dich im Spiegel an. Es hat sich nichts geändert. Ja, okay, hier, bitteschön. Nochmal furzen. Guck mal, deine Hühner wollen mich nicht mal angreifen. Irgendwas. Ich greife die Hühner an. Leute, wie locken wir ihn jetzt weg? Das Ding ist, was bringt mir das jetzt so? Sollen wir das bauen? Nicht, dass er das irgendwie angreift oder zerstört? Warum will er nicht, dass wir hier Vive Statue bauen? Ich muss diese dummen Hühner in Wasser locken, Leute. Ich will auch nicht zu viele Äpfel wasten. Ich muss echt aufpassen. Ich habe zum Glück einen Totem von Gliedern bekommen. Er ist ja wieder. Guck mal. Wenn es sein muss, ich komme wieder. Nein. Guck mal, wie viele Pfeile du in deinem Kopf hast. Bis dann. Ja, ich bin ein Igel. Er wird zum Grillhähnchen einfach. Und Tobi, ich habe kein gutes Gefühl bei der ganzen Sache. Boah! Noch getroffen. Schöner Hit. Ich habe gerade echt viel veraimt, weil ich da wirklich wieder gerade ein bisschen zu nervös war. Aber meinst du, es macht Sinn, das hier weiterzubauen? Ich denke schon, ja. Ich habe jetzt mal den Shader ausgemacht. Guck mal, er macht eh nur Faxen. Er weiß genau, dass er dann nichts machen will. So. Meinst du? Er weiß das doch selber genau. Ja, guck. Sonst hätte er doch direkt so richtig Stress gemacht. Aber er spielt rum. Seine Hühner haben mich nicht mal angegriffen aus irgendeinem Grund. Ich check das nicht. Ich glaube, nach hinten sind es noch 4 Blöcke, Sio. Ja, ich wollte auch noch 4 machen. Ich habe keinen weißen Block mehr gehabt. Aber gut, dann mache ich das hier mit dem Rot fertig. Ja, keine Ahnung. Also ich würde sagen, ich baue das trotzdem einfach auf Ehrenbruderbasis, weil ich Vive gesagt habe, dass Tobi und ich das auf jeden Fall noch bauen werden. Und ich hoffe, er kommt nicht wieder und macht keine Faxen. Und deshalb so, guck mal, er hat meine ganze Laune kaputt gemacht. So, weißt du, ich wollte einfach Lukas diesen Gefallen mit dir tun, so nachdem du mich auch gefragt hast, vor allem weil du auch so viel Mühe dir gemacht hast, alles zu farmen, Bro. Deshalb wirklich vielen, vielen Dank, ey, ehrlich. Ich denke mal, Vive hätte sich auch mega gefreut darüber. Und weißt du was, ich will jetzt keine schlechte Stimmung verbreiten. Wer weiß, vielleicht lässt er uns auch in Ruhe, weil ich meine, die haben ja auch alles andere hier nicht kaputt gemacht, weil die, ich denke mal, die respektieren das schon zu sehr. Und das wäre schon echt ehrenlos, wenn er irgendwie diese Statue kaputt machen würde. Ja. Mehr als nur ehrenlos, ja. Gut, dann lass uns einfach mal weitermachen. Ich hole mal die restliche Ressource. Hey, Freunde, willkommen zurück. Guckt euch das mal. Ey, das sieht so aus. Was soll das? Das ist nicht mein. Das ist ja nicht meine Schuld. Oh, jetzt hoffen wir. Leute, jetzt sieht's doch nach einem Daumen nach oben aus oder so. Aber es gefällt mir. Freunde, das sieht doch schon mal mega cool aus. Ich würde mal sagen, weiter geht, oder? Jo. Und was ich auch noch ansprechen wollte, warum hat dich vorhin nicht angegriffen? Schon auch mega verdächtig. Wie, du weißt das nicht? Ich weiß es einfach nicht. Es muss doch irgendeinen Grund haben, warum die mich nur angegriffen haben. Müssen wir eigentlich noch eine dritte Schicht, müssen wir noch eine vierte Schicht hier überhaupt bauen? Ich weiß es gerade gar nicht. Wie eine vierte Schicht? Ich weiß nicht, ob wir hier noch eine vierte Schicht von den Händen bauen müssen oder ob es nur 3 sind. Ich weiß es gerade nicht. Guck auf dem Foto. Weil er nach seinem Pulli anfängt. Bam, 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 bam. Ja, ich bin schon super zufrieden. Der Kopf wird eigentlich das Einfachste sein. Wir sind echt gut vorangekommen. Und man muss sagen, Leute, die Höllenkrieger haben uns irgendwie in Ruhe gelassen. Supi ist ja eh nicht mehr da. Beule habe ich auch schon so lange nicht mehr gesehen. Alf hat ja seine Fähigkeit nicht mehr. Ich habe nur Angst, dass Kiru halt am Ende wieder auftauchen sollte. Ich verstehe nicht, warum Kiru Steinchens Fähigkeit hat. Und warum ich die Hühner nicht angreife. Das verstehe ich auch nicht. Sag mal ehrlich, bist du noch irgendwie bei den Höllenkriegern oder so? Eigentlich nicht, nein. Okay. Ich habe auch nicht das Gesicht gesehen oder so. Ja, ich habe keine Ressourcen mehr. Ich gehe mal kurz noch ein paar neue Ressourcen holen. Bis später. Bis gleich. Okay, Leute, nur noch die Haare fehlen. Ich bin schon so gehypt, ja, wenn das alles fertig ist. Noch, aber ich mache einfach die Haare straight von hier oben. Das untere müssen wir auch nicht aushöhlen. Und da juckt das eigentlich auch nicht. Achso, die hätte diese dreidimensional gemacht, dass du die wirklich hier vorne dran machst. Wieso machst du die von da hinten so weit rein? Ja, ist doch egal. Das kommt auch noch. Wir können ruhig dreidimensional machen. Alles gut. Sagst du? Ja, egal. Ich muss gerade überlegen. Wir können ja irgendwie so ein Easter Egg irgendwann da reinbauen und dann so eine kleine Kiste. Ich habe keinen Braun mehr. Hast du noch Braun ein bisschen für mich? Ja, ich habe noch ein bisschen Zeug hier. Danke. Bam. Zur Seite, ich brauche noch ein bisschen. Hier so ein bisschen nochmal 3D. Zack, überleg gerade, ob hier war hier noch Dings. Ich muss gleich nochmal so rausstehen. Ich gehe nochmal ganz kurz runter, ich muss nochmal aufs Bild gucken. Mira ist da. Hallo. Ist das Mira hier? Dabei wollte ich gerade runtergehen. Mir würde Geister gerne die Vergangenheit. Ich würdige nicht nur die Vergangenheit. Ich würdige auch andere. Dreh dich nicht um Kopf und Kragen, bitte. Ich weiß, was du sagen willst. Dreh dich nicht um Kopf und Kragen, bitte. Aber das ist doch die Wahrheit. Ja, aber dann kriegst du die wieder weg. Ein Totem. Ja, trotzdem. Ach Quatsch, als ob Mira mir jetzt ein Totem poppen würde.
Kian hat dafür schon öfter eins. Ja, Kian sagt auch ganz andere Sachen. Ich habe doch nichts Schlimmes gesagt. Ja, das stimmt. Ich habe doch nichts. Was war jetzt daran schlimm? Aber gib mir noch ein bisschen Braun und dann bin ich hier fertig. Ich hab nicht mehr so viel. Ich habe noch zwei oder so und dann. Ah nee, ich habe noch ein bisschen. Zwei nicht mehr leider. Dankeschön. Dankeschön. Sollen wir uns das mal von unten angucken? Mehr war es aber nicht. Ja, das passt aber noch nicht so. Also das so passt das noch nicht. Kannst ja, dann so mach vergessen. Du das nochmal kurz. Ich habe jetzt nicht mal auf das Bild angeguckt. Ich war noch fertig, ne? Okay, Leute, guckt euch das mal an, wie cool das schon aussieht. Also jetzt mal Real Talk. Ja, okay, da links fehlt noch ein Block. Du kannst mir nochmal ganz kurz... Was brauchst du denn? Wobei, nö, ich habe noch genug. Passt schon, passt schon. Okay, dann beende das jetzt. Nur noch die letzten zwei Blöcke da oben links, oder was? Leute, guckt euch das mal an, wie cool das... Aua. So. Hat dir das wehgetan? Nö, es geht. Ich habe ja Feder von 4 drauf. Lass uns das mal von hinten angucken. Komm mit. Freunde, die gute alte Statue von A zu dem allerechten Vivi ist fertig. Oh, ich muss noch die Gerüste wegmachen. Mach die Gerüste weg und dann gucke ich mir das nochmal von hinten an. Mach das schnell weg. Jo, alles. Mach das weg, Mann. Geil. Ey, Leute, wie cool sieht das aus, oder? Seid mal ehrlich. Wie cool sieht das aus? Jetzt aber. Und dann einfach nochmal so ein Feuerwerk. Ich bin super zufrieden. Haben wir echt gut gemacht. Und wenn ihr auch sagt, dass das auf jeden Fall ein Like wert ist, Freunde, dann will ich, dass ihr jetzt den Like-Button zersprengt. Zersprengt den Like-Button, Leute. Wie cool sieht das denn aus? Wie lange haben wir dafür jetzt gebraucht? Mehrere Stunden, ne? Ist halt so ein bisschen schwierig, wirklich eine Person nachzubauen, weil man immer jedes einzelne Ding sich angucken muss, ob es passt oder nicht. So. Bro. Hä? Hallo? Seit wann bist du hier drinne? Warte! Bro! Nein! Bitte! Warum platziert jetzt da TNT? Digga, komm runter! Kiro, hör auf damit! Nein, ich bin doch nicht fertig! Weil ich ihn habe. Kiro, stopp, Kiro! Bro, bitte! Ja, Kiro! Hör auf das damit! Das ist nicht mehr rückgängig machbar! Kiro! Warte, ich muss den Kopf noch voll machen! Nein! Ist nicht mehr so hohl von innen! Okay. Kiro, hör auf damit! Ey, geh weg von Kiro! Mir! Kiro! Okay, hier! Alles klar. Oh. Das ist deine Schuld! Kiro, hör auf damit! Nein, das ist überhaupt nicht meine Schuld! Nein! Bitte! Warum machst du das? Ich hab euch gewarnt! Wie sagst du so viele Stunden? Ich lass euch noch kurz Josef da als Mitbringsel. Tschüss. Ich hab nicht mal meine Sachen sortiert wegen... Warum machst du das? Bye, bye. Alles umsonst. All die ganze Mühe für gar nichts. Freunde, warum? Ich fühle mich gerade richtig verarscht. Hat er wirklich auf diesen Moment gewartet? Hat er extra gewartet, dass wir nach so vielen Stunden fertig werden und er dann herkommt und dann einfach wieder alles kaputt macht? Was hat er jetzt davon? Ich wollte das Lukas zeigen. Ich wollte ihm ein Foto schicken und ihm das zeigen. Vielleicht wäre er nochmal zurückgekommen oder so. Aber nein! All die Mühe umsonst, ich sag euch das. Morgen ist schon das nächste Unheil. Ich werde ihn morgen dann sehen, Leute. Ich weiß nicht, was morgen passieren wird. Ich weiß nicht, ob ich mich dann zurückhalten kann. Bobby ist wahrscheinlich ihm hinterher geflogen und jagt ihn gerade. Ich habe keine Lust mehr. Ich logge mich jetzt erstmal aus. Wenn ihr die Mühe trotzdem zu schätzen wisst, dann droppt gerne ein Like und ein Abo.